Hallöchen meine lieben Freunde der Nacht und willkommen hier zurück zu Minecraft FeeZooBeast, der Schaffung einer neuen Welt und so weiter und so fort. Ja, ich bin natürlich wieder mal alleine unterwegs. Die Folgen mit den anderen werde ich mal gucken, wann wieder anfangen. Aber ich bin voll verplant und weiß gar nicht, was ich vorhatte. Hatte ich letzte Woche letzte Mal irgendwas gesagt, was ich wie, wo man machen will? Machen wir erstmal das obligatorische Bäume fällen. Ich schlachte einen Baum. Bäume schlachten. Yay. Ja, bei Holz brauchen wir bestimmt. Bei der Scheune müssen wir auf jeden Fall noch bauen. Ich glaube, das wollten wir machen. Scheune bauen. Scheune bauen ist immer gut. Dorfzentrum interessiert keine Sau. Wir bauen eine Scheune. Da ist auch ein kleiner Baum. Schlachte, schlachte. Schlachte, schlachte. Jo, was haben wir in dieser Aufnahme vor? Wie gesagt, wir beginnen zumindest erstmal mit dem Bau des der Scheune. Das sieht ja kacke aus. Dann mal gucken. Viecher fangen müssen wir noch. Aber ich glaube, dafür holen wir uns die anderen. Das können dann die anderen machen. Und der Chaos muss ja auch noch sein Haus weiterbauen. Also da gibt es noch einiges zu tun. Los. Los. Weg. Weg. Das ist auch weg. Wie baue ich jetzt die Scheune? Ich hatte mir ja eine Idee gesetzt. Also, wenn das Ding von da anfängt. Hüpf. Kann man das da umsetzen? Yay. Jo. Könnte man. Ja, klappt, könnte super klappen. Dann würde ich ja fast sagen, die Wassermühle. Ah ne, die muss rüber an den Fluss, da sieht die einfach nur geiler aus. So, wenn wir das Ding bis hier machen, also von da kommend. Zack, 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 zack. Zack, zack. So rum, ja. Dann laufen wir hier weiter. Eins, Weg, Tür, Weg, 2. Dann 1, 2 nach da weg. 1, 2 nach da weg. Geht das? Nein, das war falsch, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Dahin. So. Ja. Das ist toll. Müssen wir uns gucken, wie wir das denn hier lang ziehen. Platz, Weg, Weg, Platz, zack. Dann geht das ja nur bis hier. Ja, dann ist das halt so. Ist das nur ein kleines Dingens? Hier fliegt gerade ein Hubschrauber rum. Verdammte Hubschrauber im Tiefflug. Ich hoffe doch. Nee, das Geräusch kriege ich nicht raus. Das Geräusch kriege ich nicht raus. Ja, doch. Das wird. Und dann ziehen wir das bis hier. Dann können wir hier den Weg von da nach da verlängern. Und dann können wir hier den kleinen Laden reinschmeißen. Passt. Super. Bin dafür. Wir schlachten erstmal noch ein bisschen. Blumen braucht kein Mensch. Und wir haben nichts an Sämereien aufgenommen, oder? Nein. Samen. Doch einen. Einen verkackten Samen. Also das ist denn grob die Planung für die Scheune. Ja, dann brauchen wir... an welchen Stile bauen wir die denn? Daran angelehnt oder einfach dunkler? Wir testen mal was aus. Haben wir davon irgendwie noch Holz? Bevor wir das jetzt hier abschlachten, gehen wir mal schauen. Dich brauche ich. So, Holz. Nee, nee, nee.
nee, super. Wir gehen Tannenschlachten. Denn dann kommt da die Scheune hin. Genau, wir bauen eine Scheune heute. Das sollten wir zumindest in groben Zügen. Ach, fuck. Hinbekommen. Gib mich. Los, gib. Meins. Geh doch. So, also Scheune ist eine gute Idee. Ich mag auch das Wort Scheune. Die Scheune wird dann im Prinzip ja das Hauptlagersystem fürs ganze Dorf werden. Und dann kommt da so ein kleiner Laden dran, wo dann der Bauer sein Zeug auch verkauft an die Leute. Da können wir dann später einen NPC reinklatschen, der das dann aktiv übernimmt, das Verkaufen. Das kommt dann so nach und nach, wird das alles mit reingesetzt hier in das Spiel. Ich klinge ein bisschen kratzig heute in der Stimme, oder? Wer weiß. Vielleicht einfach noch zu früh. Ich sollte vielleicht nicht früh morgens aufnehmen. Es könnte helfen. So, das. Also ich würde sagen, die Ecken wieder damit. Aber das da mit dem Holz. Würde ich jetzt mal so eiskalt sagen. Also das und das. Das brauchen wir und wir brauchen das da und wir brauchen das da. Und das weg. Aber wie bauen wir die Ecken? Bauen wir die Ecken so oder bauen wir die Ecken so? Ich sag, wir bauen sie so. Zack. Zack. So, dalle. Aber die Scheune sollte ja theoretisch eine Etage höher. Ah, genau. Geh mal weg da. Dann der weg. Der ran. Und dann so. Würde ich jetzt sagen, das geht. Ach, stimmt ja. So. Ich will keine Blumen, weg mit euch, ihr Mistviecher. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Also, wir brauchen Freiraum. Doof. Kiste, dann links und rechts noch jeweils einen ran, dann haben wir wieder Kiste, Freiraum, richtig? Richtig. Dann machen wir das noch. Los, weg mit dir. Weg. Also links und rechts noch einen dran. Das wäre einer dran. Und, naja, dann ist das hier ein bisschen bei den Feldern vielleicht eng. Aber egal. So, richtig. Also, frei, Kiste. Einer fehlt noch. Ach. Ja. Wie rum? So rum, sag ich mal. Also da nicht dicht daran, wir gehen nochmal ein nach hier. Dann sollte es passen. So.
Weg, weg, weg. Dann wird der Anschluss, den ich vorhabe, ans Bauernhaus nicht ganz symmetrisch. Aber ist ja auch Wurst. Nochmal zur Verdeutlichung. Frei, passt. Kiste frei. Moment, das war frei, richtig? Dann muss hier. So, dann ist der nämlich auch frei. Zack. Diesmal so rum. Also frei. Kiste frei. Da hatten wir es so rum, dementsprechend aufrecht. Zack. Na, ob das reicht? Ich hoffe es mal. Passt, ne? Jo, passt. Supi. Alles supi. Nein. Zack. Ha. Das war ja fast wie abgezählt. So, dann brauchen wir halt einen Weg. Der Weg kommt ja von hier. Das ist natürlich blöd. Obwohl doch, nee. Zack, zack, zack. Das ist dann der volle Weg. Ah, das kann weg. Auch. Das kann bleiben. Gehe ich mal von aus, dass das reichen wird. Dann ist die Scheune halt nur. Obwohl, er hat hier einen drei breiten Eingang, eine offene Tür. Direkt, also da wird keine Tür reingesetzt, sondern. Ah, sehr hässlich. Zack. Ja. Und zack. Da ist die Tür halt hier volle drei breit und dann passt das schon. Dirt. Kann man da Dirt nehmen? Wir schauen mal. Zack, zack, zack. Ob man das dafür verwenden kann. So, dann muss der Boden ausgekleidet werden. Da würde ich aber sagen, einen hellen Fußboden und dunkle Wände. Ey. Ach ja, euch brauchen wir auch nicht mehr. Nein. Ah, warum regnet es hier? Bei mir scheint die Sonne zu Hause. Ist doch kacke. Wie viel sind wir? Bei 13 Minuten schon. Noch nicht einen Meter vorwärts gekommen. Ist doch doof. Nein. Ach. So, also so. Das ist ja Freiraum. Das ist Kiste, Kiste. Freiraum, Kiste, Kiste. Freiraum, Kiste, Kiste. Freiraum. So, wir machen mal Kiste, Kiste. Kiste, Kiste und Kiste, Kiste. Wo würde sich ein Mittelpunkt, also das ist ja der Mittelpunkt, wo es reingeht, aber nochmal eine Stütze nach oben. Müssen wir uns mal überlegen. Also, das ist ja auch Freiraum. Freiraum. Ich weiß was nicht, warum ich den Freiraum mit was Belegtem darstelle, aber. Ist so. Nein, du bist kein Freiraum. Du bist eine Kiste. Umso ja. Das ist ein Freiraum. Das ist ein Freiraum. So, mal gucken, dass mit der Tür ausgeht. Zack. So, was sagt denn unsere Tür? Wenn wir die drei breit aufmachen. Perfekt.
das ist ja wie geschnitten Brot. Also denn Tür, 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 Pfosten, Pfosten, Freiraum, Freiraum, Kiste, Kiste. Passt. Das ist supi. Ich bin begeistert. Denn haben wir der Folge ja doch ein bisschen was geschafft, zumindest. 15 Minuten Parts sind echt ein bisschen kurz, wenn man noch mit einer Abmoderation arbeitet. Egal. Also, das war's für diese Folge. Wir sehen uns morgen beim Weiterbau der Scheune in der nächsten Folge. Und ja, ich sag mal, ich genieße heute noch die schönen Sonnenstrahlen. Ich hoffe, morgen wird's auch super. Also, bis denne. Tschüss.